Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute mit dem Flashback Cristiano Ronaldo. 87er Karte hat er bekommen. Schaut interessant aus bei manchen Werten im Vergleich zu seiner Goldkarte. Und wie sich das liest, schauen wir uns jetzt genauer an. Gut, 1,87 ist er groß, hat eine hoch-gering Arbeitsrate. Starker Fuß rechts, 5 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne schwacher Fuß. Also da hat EA mal gar nichts geändert. Das, was sie geändert haben, er ist ja nicht mehr bei Manchester United, deswegen ist er jetzt ein FIFA World Cup Spieler. Also eigentlich nur mit Portugiesen bzw. mit portugiesischen FIFA World Cup Spielern gut zu linken. Das ist ein kleiner Wermutstropfen auf der Karte, was wiederum gut ist, dass er linker Flügel, linkes Mittelfeld, rechter Flügel und Stürmer spielen kann. Damit ist die Karte halt einigermaßen variabel. Ich glaube als Campstyle entweder Hunter oder Finisher. Bei Finisher würde man ihm den Schuss und das Dribbling boosten. Ich möchte aber versuchen, sein Tempo so maximal wie möglich zu haben. Antritt geht jetzt auf 99, Sprinttempo geht auf 97, dazu der Stellungsspiel auf 91, der Abschluss geht auf 93, die Schusskraft auf 89, Weitschuss ist bei 82, die Volleys gehen auf 95 und die Elfmeter gehen auf 90. Sind sehr stabile Schusswerte und super Tempowerte. Das Passspiel haben sie ihm downgegradet, da hat er einige Einbußen, sagen wir es mal so, aber es schaut okay aus. Ich glaube, es ist eine Karte, die meistens ohnehin als Stürmer spielen wollen und dafür soll es eigentlich passen mit 73 Übersicht, mit 78 FE, der kurze Pass bei 77, der lange bei 72, also das wird er halbwegs können, auch die Flanken. Wenn man den plant, über außen zu spielen, würde ich ihm vielleicht einen Engine oder so geben. Wo er einen Boost bekommen hat, das ist das Dribbling. Die Beweglichkeit ist auf 87 hochgegangen und die Balance auf 83, das schaut sehr gut aus. 96 Reaktion, 91 Ballkontrolle, 88 Dribbling und 98 Ruhe. Also die Werte schauen eigentlich sehr, sehr stabil aus. Das Dribbling, wie gesagt, könnte ein bisschen höher sein. Beweglichkeit und Balance, finde ich, ist ganz okay. Hat ja einen Unique Body Type, diesen CR7 Body Type. Wie gesagt, mit einem Finisher könnten wir eben den Schuss und das Dribbling ordentlich boosten. Dann muss man halt mit 93 Antritt und 89 Sprinttempo leben. Defensive, glaube ich, brauchen wir uns nicht anschauen. 82 Kopfballpräzision, 84 Sprungkraft. Ausdauer gut geboostet auf 85, das ist einmal sehr, sehr stark auch. Die Stärke auf 72, Aggressivität auf 58, das sind ein bisschen Einbußen zur Goldkarte jetzt im Vergleich. Und bei den Spielereigenschaften hätte er den Power-Freistoß, Flair- und Außenrissschuss und den Distanzschützen für die CPU. Wer von euch meint, dass Cristiano der GOAT ist, ist völlig im Recht. Wer von euch meint, dass Messi der GOAT ist, ist auch völlig im Recht. Für mich beides sehr geile Spieler. Ich mag beide gerne und darum spielen wir heute beide in einem Team. Wir haben ein stabiles Mittelfeld. Wir haben diesen Gonzalo Ramos im Sturm. Die Defensive, wie gesagt, da habe ich jetzt mal diesen Pepe drinnen, weil es ist sonst schwer. Man braucht einige Portugiesen, um ihn zu linken und wir haben da jetzt schon einige drinnen. Also wenn ich einen normalen Portugiesen, keinen World Cup Portugiesen als Verteidiger reingebe, dann reicht es nicht für volle Chemie, aber so schaffen wir es jetzt. Und ich glaube, wir haben da ein ganz cooles Team und starten in die Weekend League. Ja, super Lauf von Ronaldo, super Lauf von Ronaldo. Den Torjubel kann er hoffentlich auch. Sehr nice. Boah, die Flanke hat gar nicht so schlecht ausgesehen, so weit nach vor. Abseits oder nicht? Ja, der Schuss war schlecht. Von mir. Oh, schade. Schade. Super freigelaufen wieder von Ronaldo. Sehr, sehr nice. Ja, wieder super Lauf von Ronaldo. Oh, ja, Messi zu klein. Ja, super von Ronaldo auch abgeschirmt. Ah, schade. Also so Abschirmen funktioniert eigentlich gut mit ihm. Boah, da wird ihn noch abwärts, super. Ah, schade, schade, schade. Wieder guter Lauf. Oh, schade, schade, dass er den nicht mitnimmt. Schade. Ah, da blockt den Kehrer gut weg. Den muss er machen. Yes. Super Lauf wieder von ihm. Sehr, sehr gut gemacht. So. So, jetzt läuft er da mal auf die Seite rüber. Ja, ich habe mal einen Skill probiert, ein bisschen in die Hose gegangen. Ja, komm, den bekommt er wieder nicht. Schade. So, jetzt haben wir da auch mal einen Skill von ihm gesehen. Das hat sehr flott ausgeschaut eigentlich. Komm, da muss.
Also für das, dass er fast 99 Tempo hat, dass er da so selten vorbeikommt mal. Ja, schade, den hat er direkt genommen. Könnte besser gehen wahrscheinlich. Also da bin ich ihm jetzt ein bisschen sauer, dass er den Wolle nicht macht, den muss man machen. Ja, wieder gute Chance mit angeschnittenen Schuss. Yes, ich glaube, das war eine Vorlage von Ronaldo. Ah, super Lauf von Ronaldo, dass er den nicht macht, Alter. Yes, oder war es abseits? Ich befürchte abseits. Ah, schöner Lauf von Ronaldo. Ah, warum stoppt er den, wenn man den direkt machen kann? Ah, schade, wieder gut freigelaufen. Wir sind auf der PS4 da übrigens schon mittlerweile. Komm, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Yes, auf der PS4 geht's auch. Hat er super mitgenommen. Ich glaube, wir haben schon wieder den nächsten Quit. Ah, schade, Kopfball von Ronaldo. Ey, das gibt's nicht. Mit dem Kopf soll's nicht klappen. Ja, das war der schwache Fuß. Beim Gegner geht so ein Schuss an die Latte direkt zu ihm zurück und er darf ins leere Tor schießen. Ja, schön von Ronaldo. Ja, es ist ein Schmutztor. Es ist unglaublich in dem Game. Ja, schade. Eckball haben wir nochmal. Yes, schön von CR7, schöne Vorlage. Ja, Beweglichkeit sieht man da jetzt endlich mal ein bisschen auf der PS4. Sehr gut auf jeden Fall. Ja, ich meine, das ist Theo Hernandez. Schade, dass er da nicht schnell genug ist. Yes, schön, schön die Bewegung von ihm. Sehr, sehr nice. Es war super. Ja, Ronaldo auf Ciao Mario. Ah, da geht sich nicht aus. Ja, war mein Fehler. War mein Fehler. Da habe ich zu direkt geschossen. Den muss man machen. Das für eine schnelle Drehung war von Ronaldo. Ey, das gibt's nicht. So schön zusammengespielt. Ja, schöner Lauf von Ronaldo. Ja, läuft sich halt keiner ordentlich frei. Schlecht von mir gemacht auch. Yes! Messi auf Ronaldo, die beiden Goats, und das ist so verdient. Das ist so verdient. Gut, abschließendes Fazit mit Cristiano Ronaldo Flashback. Die Statistik, die kann man vergessen, weil es waren einige Spiele bei 0:0 rausgegangen, nach 20 Minuten rausgegangen, beim 1:0 rausgegangen. Also das kann man nicht ernst nehmen. 6 Tore, 3 Vorlagen haben wir trotzdem mit ihm gesehen in dem Video. Und ich muss sagen, die Karte spielt sich eigentlich sehr gut. Beweglichkeit fühlt sich gut an. Klar, er hat eine gewisse Körpergröße, da ist man jetzt nicht der aller beweglichste, aber es fühlt sich sehr gut an. Also ich könnte jetzt nichts Schlechtes über die Beweglichkeit sagen, aber man merkt es einfach in manchen Situationen, dass man mit einem kleineren, quirligeren Spieler wahrscheinlich mehr rausholen könnte. Der Schuss ist super, das Tempo hat sich gut angefühlt. Ich möchte gar nicht sagen sehr gut, weil es fühlt sich nicht an wie ein 99er, so ein explosives Tempo. Es fühlt sich gut an, sehr gut eigentlich, aber nicht Top-Level, würde ich sagen, vom Tempo, auch wenn er 99 Antritt da hat. Aber das könnte ein bisschen besser sein. Ansonsten, das Passspiel hat sehr gut funktioniert mit ihm. Kopfball haben wir jetzt auch noch einen gesehen, Gott sei Dank. Also das hat auch funktioniert. Ball immer wieder gut abgeschirmt, sehr gute Laufwege, immer sehr gut anspielbar. Oft anspielbar, dass man ihn mit dem Rücken zum Tor hat, also quasi
dass er so ein bisschen wartet auf den Ball, aber auch immer wieder sehr gute Laufwege nach vorne, also der ist immer schön gut nach vorne durchgezogen eigentlich, da kann man nichts Schlechtes sagen. Was man sonst zu der Karte sagen kann, ich weiß nicht, ob er wirklich 500.000 Coins wert ist, das ist glaube ich mehr so eine Liebhaberkarte, wenn man ein Cristiano Ronaldo Fan ist oder wenn man einen Ronaldo mit Tempo unbedingt haben will, aber ich glaube, man bekommt jetzt nicht die allerkrasseste Karte. Er ist für seine 1-2 Torbeteiligungen in jedem Spiel auf jeden Fall gut, aber es ist jetzt nicht die überkrasse Karte. Er macht, wie gesagt, habe ich jetzt eh gerade erwähnt, geile Laufwege, super anspielbar, Beweglichkeit fühlt sich gut an, alles eigentlich sehr gut, aber eine 500.000 Coins für die Karte, da muss man halt wirklich ein Ronaldo-Fan sein oder ein Portugal-Fan sein. Vor allem hat man eben, wie gesagt, dieses Problem mit der Linkbarkeit, dass man nur mit Portugiesen eigentlich gut linken kann, weil er halt keinen Club mehr hat im Moment. Also das ist ein bisschen ein Nachteil an der Karte, auch würde ich meinen. Also wie gesagt, wer ihn machen will, wer Futter im Verein hat, ich habe ihn ungefähr um 250.000 Coins abgeschlossen, ich habe einiges an Futter im Verein gehabt, dann sage ich, geht's, aber wenn man wirklich eine 500.000 Münzen für den ausgeben muss, ich weiß es nicht, es ist schon sehr, sehr viel Coins, ist absolut überteuert, meiner Meinung nach, obwohl sich die Karte gut spielt, also wie gesagt, versteht es mich nicht falsch, die Karte spielt sich gut, macht Spaß, Cristiano Ronaldo hat echt Bock gemacht, mit dem zu zocken, vor allem gemeinsam mit Messi, aber ich finde ihn ein bisschen überteuert. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen auf PS5 und auf PS4 und sage danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne den Kanal und schaut gerne mal auf den Socials vorbei und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.